Ich begrüße den Pausenklaus. Hallöchen. Und dann begrüße ich auch noch den Knolle spielt. Hallo. Wir spielen Project Zombie heute. Genau. Und ich muss mich beeilen, hier ist ein Zombie vom Abend. Ja, wir sind im Survival Game, was relativ schwierig wohl ist. Und wir versuchen gerade da irgendwie zu überleben. Gucken, dass wir irgendwas haben. Eine Bratpfanne, das ist doch schon mal eine gute Waffe. Damit wir als Waffe benutzen kann. Oh, ich habe einen Dosenöffner gefunden. Yeah. Ja, das ist super wichtig, ein Dosenöffner. Und direkt eine Dose mit Hundefutter. Küchenmesser. Okay. Passt ja direkt. Oh, ein Hammer, ich habe einen Hammer gefunden und ein Nudelholz. Ich habe mehrere Küchenmesser jetzt schon, die nehme ich erstmal alle mit. Hallo? Dosenöffner habe ich auch. Oh, scheiße, bei mir sind Zombies durchs Fenster gekommen. Hilfe, Hilfe, Mach ich. Bei mir ist auch einer vor dem Fenster. Raus hier. Oh, jetzt muss ich schon flüchten. Da habe ich einen Rock in meinem Bett. Noch. Okay. Single. Fischen für Experten, naja. Jetzt bin ich überladen. Das kann ich liegen lassen. Du doofer Zombie, jetzt hau doch von meinem Haus ab. Kochen für Anfänger. Es gibt also schon mal was zu essen, Leute. Aber der Schrank ist leer. Das ist aber doof. So, ich hab jetzt... So, ich glaube, ich kann schon rausgehen. Kochtopf, den kann man nachher gebrauchen, ne? Kochtopf? Kaffee. Ah, ich nehme das Buttermesser dann mal als Waffe. Hat anders ja erstmal keinen Sinn. So, und dann ab zum nächsten Haus, hä? Ich glaube, ich habe die Zombies ausgetrickst. Bin vorne aus der Tür raus und hinten wieder rein. Ja, da waren einfach noch zu viele gute Sachen im Haus. Nee, Dinge im Behälter wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich umfüllen in Schüssel. Soll ich eine Glühbirne mitnehmen? Kann man damit irgendwas machen? Ja, schwierig, ne? Eine Puppe ist im Müll, okay. Jetzt habe ich die Wasserflasche kaputt gemacht, oder was? Das kann man nicht mal trinken, umfüllen in leere Flasche. Ah, die Tür ist abgeschlossen, nee. Super. Wo ist leere Flasche? Da ist leere Flasche. Wie kann ich denn eine Flasche auffüllen? Ach, fülle mit Wasser. Fülltopf mit Wasser. Du musst am Waschbecken machen, ne? Mhm. Ich habe diesmal eine richtig ruhige Gegend hier, glaube ich, erwischt. Erstmal ein bisschen gut trinken. Ja, bei mir ist zwar ein Zombie vor der... Oh, der ist drinne. Abgeschlossen. Scheiße. Der wollte... Jetzt habe ich mich verletzt. Verband ist nötig. Ich habe doch einen Rock gefunden, ne? Ja. Was macht man denn mit einem Kopfkissen? Soll ich das mitnehmen? Weiß ich nicht so ganz. Ich nehme das mal mit. Vielleicht kann man das auseinandernehmen für Bandagen oder so. Ja, das wäre vielleicht noch eine Idee. Blutung gestillt. Geringfügige Schmerzen. Abgeschlossen, super. Alles hier abgeschlossen. Was gibt der Müll her? Gibt der was her? Ach, ein Müllsack. Ich hatte zwar ein kleines Haus, aber ich hatte einen Barbecue-Grill und sowas. Ich habe Eau de Cologne gefunden. Okay. So, über den Zaun. Zombies. Doof. So. Ich habe zurzeit, glaub, noch keinen hinter mir. Na, bei mir waren zwei am Haus direkt. Das heißt, ich werde erstmal zum nächsten Haus aufbrechen. Ah, da stehen natürlich welche vor. Achso, ja, was? Ich bin übrigens... Ja, wir haben ja gar nicht gesagt, was wir sind. Was sind wir denn? Achso. Ja, ich bin ein Veteran. Okay. Der langsam lernt, Asthmatiker ist, der hungrig ist und kurzsichtig. Okay. Lese langsam, bin schwerhörig. Dafür habe ich aber keine Furcht. Und ich bin gewandt, hab Katzenaugen, bin resistent und unauffällig. Ja, ich bin Wachmann, der ja von sich aus schon eine Nachteule ist, das heißt, er da sehr aufmerksam ist. Bin etwas schwergewichtig und habe, ich muss jetzt schon nachgucken, ne, weil ich es so nicht mehr weiß. Ich habe auch alles nachgeguckt. Bin langsamer Leser noch zusätzlich, hab Katzenaugen, Ersthelfer und bin übergewichtig, das hatte ich schon erwähnt. Und ich bin ein Holzfäller, hab einen gesunden Appetit, wie sich das für so einen Holzfäller gehört. Holzfäller-Schnitzel essen. Bin schusselig, schwerhörig, Axtmann, Katzenaugen habe ich, Schnellleser, unauffällig, organisiert, ein bisschen übergewichtig und stämmig. Okay.
So. Ich muss jetzt schon hier nach neuen Häusern suchen, aber ich denke mal. Ja, ich habe jetzt hier so eine Pflasterstraße, die zu Ende, eine geteerte Straße, die zu Ende ist, mit Pömpeln abgegrenzt und danach, ja, weiß ich nicht. Fängt so ein Kiesweg an oder sowas. Irgendwie ist Da sind die es jetzt ganzen die falsche Zombies. Richtung, glaube, wo ich lang laufe. Also ich bin definitiv mehr im Außenbereich, weil relativ wenig, in Anführungsstrichen, relativ wenig Zombies hier sind. So, ich laufe jetzt um das Haus rum und klettere gleich durchs Fenster. Oh, die Zombies sind vor der Tür. Okay, dann gehe ich noch nicht rein. Ja, es ist etwas schwierig hier. Die Häuser sind alle bei mir verschlossen. Das habe ich aber auch. Und da vorne haut einer mit dem Kopf gegen die Glasscheibe. Komischerweise zerbricht die nicht. Ist schon interessant. Aber lass ihn da weiter klopfen. Habe ich kein Problem mit, solange er das tut. Geringfügige Schmerzen, du fühlst leichte Schmerzen, ja, aber Da oh, bin verdreckte ich Bandage. hergekommen jetzt. Und da ist gleich wieder eine Zombie-Ansammlung. Also auch nicht so dolle. Muss mal das Fenster hier vom Inventar rummachen. Da ist schon ein Eine neue Zombie wahrscheinlich Bandage drin. suchen. Ah, ich glaube, ich gehe mal hier über den Zaun. Das haben sie natürlich mitgekriegt, ist klar. So, habe ich wieder gut bandagiert, hoffe ich. Oh, man kann Bleichmittel tatsächlich trinken. Ja, deswegen habe ich ja gesagt. Desinfiziert wahrscheinlich. Ich würde es nicht trinken. Oder warum ist denn keine Holzhütte? Es macht unglücklich. Plus 99. Okay. So, ich bin gleich schon voll beladen. Das ist natürlich auch super. Na Ich super, bin der schon voll erste ist schon beladen. wieder Und wach Hamburger. geworden. Ich esse erstmal alles. Und da ist abgeschlossen, also keine Chance. Und da stehen 100 Leute. Nein, nicht, aber 4 sind's. Und der erste ist auf meinem Weg, auch schön. Kann ich hier am Barbecue, ach, da steht direkt ein Zombie, da brauche ich also auch nicht zum Barbecue-Grill gehen. Da oben laufen auch noch Zombies. Da liegt schon einer tot an der Ecke, die haben sich wahrscheinlich schon gegenseitig gemetzelt. Und da kommt der nächste hinter mir her und es wird schon wieder Pullover, schwierig, ne? Jetzt Hose. fängt es, glaube ich, an zu regnen, kann das sein? Ja. Gürtel brauche ich nicht. Da ist schon in meinem Haus einer eingebrochen. Vorhänge entfernen. Da stehen schon drei vor der Tür und klopfen. Wie genau greife ich denn nochmal an? Steuerung und dann klicken. Ah. Vielleicht sollte ich mal den einen Zombie hier aus dem Weg räumen. Da ist gerade einer an der Tür und hier unten. Oh, da ist ein Carport. Da gehe ich erstmal hin. Rennen kann ich nicht, weil ich zu schwer beladen bin. Was ist denn hier so im Carport drinne? Ein Zelthering, oh, den nehme ich mit. Ah, Grün, jetzt kommt er da auch Schrotpatron. hin. Oh, da ist ein Zombie, oh, habe ich nicht gesehen. Oh, das Brett ist natürlich super. Oh, ich muss Komm, nimm das mich. Brett raus, damit ich hier wegkomme. Mein Zombie stirbt nicht. Muss ganz offen reinhauen. Ja, ist er zu stark, bist du zu schwach? Ja, da muss ich mich jetzt hier irgendwie vorbei mogeln, glaube ich. Anders geht das nicht. Wie, wo sind Stofffetzen da? Unterkörper. So. Ich habe einen Zombie getötet und bin nicht verletzt. Okay, das ist super. Die Zombies wissen, glaube ich, nicht, dass ich hier drinnen bin. Vielleicht mache ich dann doch mal einen Vorhang vor. Ich finde nix. Außer Zombies. Die finde ich en masse. Vorhang ist Ah, dazu. da klopfen so viele an der Tür. Oh, Kochen für Anfänger. Nimm mit. So, ich gucke jetzt erstmal, wo hier Vorhänge zuziehen. Landwirtschaft für Anfänger. Cool, kannst du schon mal was zu essen einsehen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, ne? Wenn ich das jetzt Irgendwo im richtig erkannt habe. Außenbereich. Ja, die Zombies wissen nicht, dass ich hier drinne bin. Jetzt kriege ich Durst. Und ich weiß ja nicht, wie es mit euch ist, aber ich habe erstmal vorübergehend ein sicheres Haus gefunden. Das ist doch schon mal schön.
Du bist nicht müde genug, um zu schlafen. Ah, hier ist ein ziemlich großes Haus. Ich hoffe, dass ich da jetzt die Möglichkeit habe, reinzugehen. Ja, aber leider hat dieses Haus keinen Raum ohne Fenster, wo man sich gut verstecken kann. Ah. Mach doch die Tür wieder zu. Warum geht die Tür jetzt nicht zuzumachen? Nur von außen? Super. Kann's doch nicht sein, ne? Kann ich denn hier was kochen? Ich kann jetzt mal die zweite Tür sauber machen. Kann die Wir sind übrigens Mann. Jetzt gerade bei 10 Minuten nur so. Zur Info, ja. Ich versuche gerade noch eine Häuslichkeit zu finden, dass ich da reinkomme. Aber es sind so viele Zombies schon wieder. Ich habe eine vierspurige Straße übrigens gefunden. Ich hab nur mit dem Mittelstreifen in Gelb da. Oh, ich habe noch eine Batterie gefunden. Die ist bestimmt wertvoll. Die nehme ich mit. Ja, wenn du eine Taschenlampe findest, denke ich mal auch, ne? So, ich glaube auch in der Tat, dass ich gerade ein richtiges... Ja, also ich habe im Moment ein Haus ohne Zombies. Ja, ich auch. Also es liegt ein toter Zombie in der Küche. Oh, das ist angenehm. Ja, das ist alles okay. Fleisch? Ich versuche jetzt auch ein Haus zu finden, wo ich dann rein kann, ohne dass hier die Herrschaften da sind. Man kann auf dem Stuhl schlafen. Würde ich niemandem empfehlen. Oh, ich habe den Kühlschrank noch gar nicht ausgeräumt. Oh, ich habe einen Schulranzen gefunden. Das ist gut. Da kannst du was reinpacken dann. Auf dem Rücken tragen. Genau. Ah, perfekt. Ah, überall Zombies, Zombies, Zombies an der vierspurigen Straße. Macht's auch nicht so Sinn, lang zu laufen. Ah, aber ich habe hier nur Radieschen paniertes Würstchen am Spieß. Oh. Das ist ja auch lecker, ne? Ja, jetzt auch voll mal drauf. So, das heißt, den Rucksack kann ich vollpacken, ne? Den kannst du die Sachen rein. Das ist sozusagen eine Unterteilung deines Inventars. Ich weiß nicht, ob du dadurch mehr mitnehmen kannst. Ich schätze mal ja die Gegenstände mäßig, ne? Ja, da kann man auf jeden Fall mehr mittragen. Das ist gar nicht mal so uncool. Da ist der Wald und kein... Oh, da ist ein Fenster, das habe ich nicht zugemacht. Ah, ich habe das Fenster nicht zugemacht, das ist schlecht gewesen. Jetzt sind die Zombies im Haus, oder was? Nein, aber die haben mich gesehen, jetzt sind sie am Klopfen. Okay. Nein, hier ist niemand. Und ich finde jetzt kein Haus, ne? Das ist auch wieder super. Huh? Es hört aber auf zu regnen. Und mit dem Rucksack kann man 19 Kilo nochmal mehr tragen. Was? Ich bin klitschnass, eine Erkältung ist wahrscheinlich. Und ich laufe hier in die falsche Richtung, weil hier ist nur noch Wald. So, jetzt habe ich die Arschkarte. Weil ich habe, glaube ich, niemand hinter mir. Weil sie mich gesehen haben. Ich habe aber niemand hinter mir und hier ist im Wald keiner. Also ich bleib erstmal bei mir im Haus, weil ich da echt gerade safe bin. Ja, ich habe vergessen, ein Fenster ein Zombie, zu machen, ne? Deswegen bin ich jetzt nicht mehr safe. Ich nehme auch noch die letzten Schrotpatronen mit. Auch wenn ich überladen bin, aber das stört mich nicht. Oh, zu Stofffetzen zerreißen, das ist auch cool, das mache ich jetzt mal. Ja, das ist wichtig, dass du dich bandagieren kannst. So, der Zombie ist weg. Auf jeden Fall aus meiner Angst raus, sagen wir es mal so, ne? Jetzt kriege ich Hunger, Durst und meine Klamotten sind immer noch klitschnass. So kann ich hier vielleicht ins Haus rein. Hier fängt so ein kleiner Weg an. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie gleich meine kleine Farm gefunden oder so. Aber da ist die vierspurige Straße wieder. Super, ich bin parallel zu dieser vierspurigen Straße gegangen. Und hier sind keine Zombies. Doch, da steht einer. Vielleicht okay, ich habe jetzt 24 Stofffetzen. Schön. Da kannst du dich ordentlich bandagieren. Das war schon mal nicht schlecht. Ja. Und ich habe Senf. Oh, jetzt ist die andere Bandage direkt verdreckt. Glaubst es nicht. Ja, ich bin irgendwie auf dem Feldweg im Wald. Und suche irgendwas, was ich nicht finden kann, oder was? Ah, eine neue Straße mit einem doppelten gelben Streifen, ich glaube. Ich habe auch eine. Die geht von links oben nach rechts unten. Ja, okay, dann gehe ich die Richtung, weil mir knickt sie gerade um. Ich gehe hoch die Straße dann. Okay, also du bist ganz unten, oder was? Weiß ich nicht, ob ich ganz unten bin. Ich laufe aber schon immer die ganze Zeit nach oben links und oben rechts.
Die macht hier eine doppelversetzte Richtung. Es wäre schön, wenn ich jetzt hier endlich mal ein Haus finden würde oder sowas. Da unten ist eine Ansammlung von Zombies. Was hast du da so in der Nähe? Wald. Beide Seiten Wald. Okay. Die Straße geht jetzt allerdings von oben rechts nach unten links, wo ich langlaufe. Okay, nee, dann ist mal woanders. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich auch nicht. Oh, Antidepressiva habe ich gefunden. Das ist schon mal cool. Ich bräuchte nur irgendwas, womit ich meine Wunden wegkriege. Boah, ich laufe mal ein Stück, damit es vorangeht. Es muss doch hier jetzt mal langsam irgendwie einen Unterschlupf geben, oder? Oh, Nägel nehme ich auch mal mit. Und noch eine Batterie, ja. Ach, jetzt bin ich außer Puste, weil ich so viel trage. Ich muss essen und trinken. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Es gibt hier kein Haus. Jetzt ist schon der Mittelstreifen nur noch einfach. Bist du nach rechts oben gegangen? Ne, ich gehe jetzt nach unten links eher, weil anders geht die Straße nicht weiter. Und ich wollte jetzt nicht die Straße verlassen, durch den Wald gehen. Obwohl, hier ist noch so ein weißer Schotter. Mal gucken, wo der hinführt. Ich habe hier gerade einen Hund gehört. Ist der hier im Haus? Oh, das sind ein paar Zombies. Ja, ich laufe einfach weiter. Was habe ich da jetzt? Magenprobleme oder was? Gemäßige Anstrengung. Gönne dir eine Pause. Okay, das geht ja noch. Kann ich mit leben. Hier ist so eine große Wiese. Gibt's da vielleicht ein Bauernhaus oder sowas? Ah, oh, Mann. Lauter Blumen. Herrlich. Nur nichts zu essen und nichts zu trinken. Bis zwei verdreckte Bandagen habe ich jetzt. Egal. Kann ich nicht ändern. Es hat keinen Sinn, ich muss weiterlaufen. Mist, da sind Zombies. Es muss doch hier was kommen, oder? Das hat mich gerade ganz schön viel gerettet, dass die Tür auf war. Es ist einfach alles. So. Im Endeffekt bin ich hier relativ safe. Ja, ich war mal safe. Jetzt sind hier alle am Fenster da. Okay, wir sind gleich bei 20 Minuten. Ich laufe jetzt hier in der Hoffnung, dass mich kein Zombie entdeckt. Ich habe hier McCoy Login und Co. Das heißt, ich bin irgendwie bei so einer Holzfirma. Ah, die ist ganz oben links, ne? Könnte sein, ich weiß nicht. Ich bin immer in einer Richtung in dieser gelaufen. Da bin ich jetzt auf jeden Fall. Ja, ja, da war ich, als wir gestern getestet haben, war ich da. Die ist ganz oben links. Okay. Da würde ich bleiben. Da sieht's gut aus, oder was? Da waren zumindest gestern bei mir keine Zombies in der Nähe. Ja, ich habe auch keine hier. Ich habe das Schild. Oh, jetzt zwei im Haus. Ich habe mich gerade erschrocken. Okay, da kommen dann gleich Häuser oder was? Also ich bin da quasi über einen Zaun geklettert und auf dem Gelände habe ich zumindest erstmal keine Zombies gesehen. Ich habe allerdings auch nicht weiter erforscht da. Ich weiß also nicht, ob es da irgendwas gibt. Aber so grundsätzlich ist das Gelände da, glaube ich, relativ cool. Vielleicht kann man da irgendwie... Seine Basis aufbauen, wa? Seine Basis aufbauen. Also da wüsste ich auf jeden Fall, wo ich hinlaufen muss. Mhm. Ich nicht, ungefähr. Ich weiß, dass ich nach links oben muss, also. Genau. Ja, ich sehe hier auch keinen einzelnen Zombie oder so. Das ist jetzt hier wohl safe. Okay, ich bin auch safe. Das heißt, eigentlich könnten wir... Ja, eigentlich könnten wir aufhören. Das ist abgeschlossen, super. Abgeschlossen? Aber, ja, es ist abgeschlossen. Aber das Gelände ist jetzt ohne Zombies, glaube ich. Ich probiere mal das nächste Gebäude. Mist. Ja, wo wird doch vielleicht was auf sein, oder? Zombie drinne. Das heißt, du bist noch nicht safe, Knolle? Nein, ich war mal safe, aber dann habe ich einfach ein Fenster vergessen runterzumachen. Das war's. Schade. Jep, aber es war Oh, da ist ein großer Stacheldrahtzaun, den habe ich noch gar nicht gesehen. So, wobei, dann könnte ich ja im Prinzip schon mal was lesen, ne? Mach das. Warte mal, hier oben ist so eine Fabrik. Kochen oder Landwirtschaft für Anfänger? Ja, das ist eigentlich, kannst du beides lesen wahrscheinlich. Hier ist ein Garagenkomplex, so wie es aussieht. Okay, dann mache ich mal Kochen für Anfänger. Oh, der Zombie bemerkt mich gar nicht, cool. Oh, hier sind ganz viele Garagen. Okay, da kann man nicht rüberklettern. Da ist eine Tür. Öffne Tür. Abgeschlossen. Also in diesen Komplex kommt man wohl nicht rein. Ja, da braucht man einen Holzfäller.
Ja, genau, genau, das ist es. Oh, jetzt habe ich die doppelte Chance mit Türen, weil da zwei Türen sind. Ich hoffe, jetzt habe ich die Öffnungszeiten. Nein, keine Öffnungszeiten. Nein, auch zu. Aber spricht dafür, dass man hier eine Base aufbauen könnte, in Anführungsstrichen, ich ja auch trotz so ein, alledem. Eine Firma gefunden, aber da steht kein Name dran. Kannst du safe werden, das ist das Haus. Wichtige. Weißes, riesiges Haus. Ein Wohnkomplex, würde ich jetzt sagen. Ich habe eine offene Tür, du glaubst es nicht. Ja, cool. Ich glaube. Hier gibt's Draht. Super, da kann ich auch nichts essen. Ein Hammer aber als Waffe, das ist ja schon wahrscheinlich besser. Oh, einen Hammer habe ich auch, der ist ganz zuverlässig. Büroklammer, braucht man die? Oh, ein Feuerzeug. 9mm Patronen habe ich auch. Also MacGyver könnte mit einer Büroklammer jetzt eine Atombombe bauen. Okay. Öffne Tür, geht. Super, ich komme auch in einen weiteren Spindraum. Hier ist eine vierspurige Straße. Muss ich nach links gehen? Was war das jetzt? Kugelschreiber stand da aber. Also ich bin zu der Holzfällerfirma bin ich gekommen, indem ich eine zweispurige Straße mit einer gelben Mittellinie nach Norden gegangen bin und dann bin ich irgendwo links abgebogen in einen Waldweg und dann der führte direkt zum Haupttor. Ein Waldweg. Ich muss jetzt erstmal hier Stofffetzen da. Also der Komplex ist relativ groß. Es sind einige Türen, wenn man die richtige Tür hat, offen. Warte mal, hier unten ist... Und du hast noch keine Zombies entdeckt, nehme ich an, ne? Es sind noch keine Zombies da, nein. Allerdings habe ich auch noch nichts zu essen oder zu trinken gefunden. Ein riesiges Holzfällerlager ist dann auch drinne. Ja. Es ist kein Zombie da. 22 jetzt... Minuten übrigens, um mal die Zwischenzeit zu sagen. Wir müssen dann abspeichern. Ja, ich versuche. Hier ist ein Gitterzaun. Ein Gitterzaun! Aber ich habe das Gefühl... Ein Feuerzeug, das habe ich auch gefunden. Es ist ein riesiges Gebäude, aber ich habe das Gefühl, das bringt mir nicht viel. Spaten habe ich auch gefunden. Für die Leute, die bei mir gerade das Video gucken, und für euch beide, ich stehe gerade hier in dem Haus, wo ich bin, im Schlafzimmer, ohne Hosen und lese ein Buch. Interessant. Sehr lustig mit anzusehen, wie er da so rumsteht. Stacheldraht habe ich. Oh, Vorschlaghammer. Hat der Zombie mich... Ach, der hat mich nur weggeschubst, oder was? Oh, Mist. Ja, kannst du irgendwie safe werden, Knolle? Ist wichtig. Nein. Ich bin bandagiert, sehr geringe Verletzung. Ich bin hier gerade auf einer vierspurigen Straße und da sind ganz viele Zombies. Okay, die vierspurige Straße hatte ich gestern auch. Dann bin ich nach rechts oben gegangen und dann habe ich mich irgendwann links gehalten. Dann hast du diese Dings gefunden. Und dann habe ich diese Lokfirma gefunden, ja. Boah, jetzt bin ich genau in die falsche Richtung gelaufen. Hallo, ihr Zombies. So, mein Problem ist, ich habe nichts zu trinken. Da ist ein Wasserspender, da ist ein Wasserspender. Ich will hoffen, dass da Wasser dran ist. Ich habe hier in dem Haus einen Wasserspender und da gibt's kein Wasser, du glaubst es doch nicht. Ich habe eine Schüssel mit Wasser. Ach, die eine Schüssel habe ich nicht voll gemacht, oder was? No. Dann habe ich... Ja. Was habe ich noch? So, ich habe eine Bratpfanne. Kann ich auch als Waffe benutzen. So gut wie ein Küchenmesser. Interessant. Buttermesser, das kann ich fragen. Ah, man kann draufklicken und trinken. Cool. Ich dachte, da gibt's irgendwie so einen Becher oder sowas, aber man muss nur draufklicken und trinken. Also hier oben können wir auf jeden Fall was zu trinken bekommen. Okay, dann gehe ich hier mal ins Badezimmer und mal gucken, ob man da trinken kann. Eine Hose. Trinken, jawohl. Guck mal, im Waschbecken kann man trinken wahrscheinlich, solange die Wasserversorgung noch gewährleistet ist. Ach ja, stimmt, da ist ja Wasserversorgung bricht irgendwann ein, ne? Ja. Habe ich denn irgendeinen Behälter, wo ich Wasser reinfüllen kann? Nee, natürlich nicht. Was sind denn das geringfügige Schmerzen noch? Ich bin hier froh drüber. War nicht alle säuber. Hier steht in der Ecke ein Kühlschrank. Lass bitte was zu essen dran sein. Also Fische mit Mayonnaise, Flasche mit Mayonnaise gibt's, Kohlkopf gibt's, Orangenlimonade, Weißwein. Ich hab eine, also nur mal als Zwischensage. Zitrone und Zucchini. Ich hab eine Wasserflasche, ich hab einen Topf mit Wasser, ich hab eine Schüssel mit Wasser. Wichtiger wäre, dass du safe wirst. Ja. Ja, ich hab Leichmittel, das kann man auch trinken. Ich laufe jetzt gerade eine Straße hoch und...
wichtiger wäre, dass es unsichtbar machen würde. Ja. So, Viertel von der Mayonnaiseflasche. Ach, Langeweile plus 10 und Unglückheit plus 5. Na, super. Wart ihr da schon mal in Sunstar Motel? Nein. Okay. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Da bin ich gestern dann vorbeigelaufen. Du bist auf dem richtigen Weg Richtung Holzfällerlager. Okay, dann bin ich ja schon mal froh. Ich gucke jetzt, ob hier ein Zimmer frei ist. Hallo, ich würde gerne ein Zimmer mieten. Ja, das hier sieht frei aus. Abgeschlossen. So, ich habe jetzt keinen Hunger mehr, keinen Durst mehr und bin safe. Komm, geh auf die obere Etage, da sind nicht so viele Zombies. Also ich bin auch safe, bin aber ziemlich gelangweilt vom Kochbuch. Das kann ich mir vorstellen. Ah, ist herrlich. So, schließe Fenster. Es gibt hier auch zwei Sofas, wo man schlafen kann. Das ist ja auch cool. Ich lasse einfach kein Zombie drin sein. Ich glaube, ich bin safe. Du bist jetzt nicht müde genug, um zu schlafen. Auch gut. Ich mache mir gerade noch neue Bandagen drauf, damit das nicht jetzt irgendwie... Ja. Hund bellt. Ja, okay, wenn wir alle safe sind, dann ist ja super, ne? Dann können wir jetzt eine Pause machen, oder? Ja. Gut, okay. Ich möchte mich gerade noch bandagieren, aber ich habe keine Bandage oder was. Scheiße. Machst du es in der nächsten Folge, Knolle? Nein, dann vergesse ich das. Nein, wir werden dich erinnern. Ja. Eins. Ich hab's gleich. Gut. Stoff fetzen. Bandagieren. Passt. Und der Körper. Gut, okay. Fertig. Dann würde ich sagen... Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen... Genau. Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.